Wir sind heute zu mir am SOS Kannerdorf, weil ich den schönen Auftrag kriegt habe, ein Hymn für sie zu schreiben. Und ich wollte eben nur ein Video mit ihnen machen, so alle mal auf dem Piano, mit einem farbigen Piano. Und natürlich soll der Piano dann auch von hinten gestaltet gehen. Und da sind sie von Anfang an dabei. Jetzt kann er schleifen den Piano auf, für das er kann bemalt gehen. Dann bemalen sie den Piano ganz nach ihre Vorstellungen. Und ich habe auch schon getroffen, für dass sie mal so, wie sie sich vorstellen, dass ihr Stück soll klingen. Und ich habe die Idee auch, dass ich das Stück so schreiben will, dass sie können Matt spielen, also einzeln drücken, ohne dass sie nur ein Musiker dafür sein müssen. Und ich bin selber ganz gespannt, wie sich das alles so wird entwickeln. Unsere Beteiligung in diesem Projekt ist dieses wunderschöne Klavier, was wir geschenkt haben. Und zwar das Maeri-Klavier, das ist jetzt ein koreanisches Klavier, was aber eine sehr gute, robuste Bauweise hat. Und ich denke, das ist für diesen Einsatz hier ideal. Ich fand diese Symbiose, was David mit dem SOS Kinderdorf hier gemacht hat, wunderbar, indem das Klavier bemalt wird. Die Kinder hoffentlich vielleicht auch musikalisch das irgendwann auch mal hier nutzen können, weil Musik doch die beste Therapie ist. Man kann alles mit Musik heilen und auch ganz tiefe Emotionen auslösen. SOS Kannerdorf Lützburg ist eine Organisation, die sich für Kanner, auch Familien, die an schwierigen Lebenssituationen sind, bekümmert an einer vielfältigen Art und Weise. Wir haben enke 120 Kanner, für die man daran nützt, den daheim über kurz oder mehr Langzeit kann sehen. Und aber auch Ambulanzservice, wo Familien Hilfe fanden, Kanner Hilfe fanden. Da sind das um die 280 Jahre, wo man kann so, und wir können den Leuten ambulant auch eine Unterstützung geben. Ich habe Piano mega gern. Was mich dann noch mehr freut, das weil wir das Piano dürfen umholen. Ich hatte eine Idee mit dem Gras und mit den Blumen. Und ja, die anderen Ideen haben wir alle gut in am Kreis Haut gemacht, mit den Pipe lecken und andere Sachen mit den Punkten. Ich denke, dass dieses Projekt also kann auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, in Verbindung mit der Kunst zu kommen. Das heißt, in diesem Fall Malen, Musik, vor allem auch heim mit einem professionellen Pianist können, zusammen zu schaffen. Ich meine, wen hört schon die Eier mit David Janni zusammen und ein Projekt zusammen zu schaffen? Wenn man ihn aus pädagogischer Sicht guckt, es ist natürlich extrem wichtig, für uns Kanner zusammen und etwas zu schaffen, zusammen kreativ zu sein, zusammen etwas zu gestalten, aktiv zu gestalten und hier nur ein Resultat zu haben. Und was ich natürlich dann auch stolz möchte als Kanner, ne, zu sagen, ich habe nicht dort gemacht, auch das Lied, das hier nur komponiert wird von David, hin hat ja dafür Input gebraucht, den Input, das von unseren Kanner kommt. Das denke ich mir, ist extrem wichtig für uns Kanner zusammen und etwas zu schaffen. Zusammen etwas gestalten und hier noch ein schönes Resultat zu haben. Da sind hier daran nicht am Kannerdorf abgeholt. Als Lebenssituation vom Kant ganz schwierig. Und das ist besser, dann nicht an seiner Familie zu leben, an eine Zeit lang oder vielleicht auch eine längere Zeit hier bei uns groß zu gehen, an einer Kannerdorf-Familie oder an einem Kanner an Jungen von Gruppe. Das heißt, das sind Kanner, die sozial und emotional höchst belastet sind. An eins erbe ich hier, als denen Kanner Stabilität rumzugehen, Vertrauen an sich selber, an aber auch Vertrauen an die erwurzelten Bezugspersonen. Und das ist natürlich mit der Musik etwas, was wir nutzen, wo man so ein erkannt, was musikalisch tätig, also der Musik entdeckt, wo der ganz wichtige Schutzfaktor auch entdeckt, was das stärkt und wo doch ganz viel Trost an Stabilität drin findet.
Mein Stück für die Kannerdorf hat verschiedene Dele, die alle verschiedenen Etappen aus einer Kindheit durchstellen. Dafür ist das Stück auch Childhood, ganz einfach. Fängt an, traurig, los, was als Grund hat, dass die Kanner mir erklärt haben, dass sie nicht heim sind, weil hier das Leben für drinnen großartig war. Und das stellt am Anfang Traurigkeit durch, dass die Kanner hier angekommen sind. Und dann geht es los, los mit Leben, dass sie wie die Kanner aufhängen, hier Vertrauen zu gewinnen an ihr neue Freunde, an ihr hier im Umfeld. Und dann geht es immer mehr froh, bis dann eben das Thema vorgestaltet wird, weil du so eine Melodie hast für mich hier vom SOS Kannerdorf. Und dann hatte ich eben noch gleich, wo wir hier waren und die Piano gemalt und ganz interessante Gespräche mit Kanner, die mir erzählt haben, so ein bisschen von ihren Problemen, die sie so hier haben. Ach, das ist eben normal, dass sie noch nicht von einem Tag auf den anderen einfach immer happy ist. Ich meine, das ist nicht so, das geht mir nicht so, das geht keinem so. Und dann hat sich ein bisschen anders weiter noch entwickelt. Nur dem lustigen Teil kommt dann ein kleiner Romanz, das eben vielleicht auch ein wichtiger Teil an der Jugend, wenn man mal für dich das Leben ein bisschen anders entdeckt, kennenlernt. Und dann geht ein Stück dramatisch. Da kommt eben die Gefühlswelt, die so ein bisschen ausbricht, wo er sich muss fangen. Und am Schluss kommen dann verschiedene Themen zusammen. Und teilt aber ganz positiv, voll Energie, ganz affirmativ ab. Aufnahmen sind fertig, das ist immer ein spezielles Gefühl. Auf der anderen Seite bin ich ganz glücklich und erfüllt von all den Klängen, die ich höre, vom Engagement von den Musikern. Auf der anderen Seite ist immer noch so eine gewisse Unsicherheit, weil ich eben noch nicht fertig für Mix habe, das ist nicht fertig geschnitten und so weiter. Das heißt, der Prozess ist nicht ganz aufgeschlossen für mich und für den Georges, unseren Tontechniker. Aber auch da, das ist ein wichtiger und ein flotter Teil. Los ich einfach mal froh, dass wir alles gut abgeholt haben und dass es den Musikern offensichtlich auch viel Spaß gemacht hat. Wir haben 50 Jahre, also als Kanner durch Lützeburg. Das heißt ungefähr 1000 Kanner Jungen, die wir in die Heim gehen haben, wo wir Repäre gehen haben, an denen wir konnten begleiten. Die Kanner, wenn sie bei uns kommen, das ist nicht immer einfach. Und das hat David Janni auch können kaptieren, so ganz extra Momente eben mit der Geschichte, die hier musikalisch zählt. Ihr wisst, bei uns ist es wichtig, wir haben ein Konzept, wo wir probieren, eine Familie zu gehen, eine Struktur, Repäre noch mit den Kanner und das individuell zu gestalten. Und das ist genau das, was an dem Stück auch da rumkommt. Das ist eine Geschichte, das ist ein Weh, den wir gehen, den du erzählt hast von David Janni. Und das ist ganz flott. Ich meine, Luma Orchester, sie haben nicht fertig gebraucht, für die Atmosphäre rumzugehen. Sie haben das ganz schnell kapiert und da konnten auch das so rumgehen an der Sensibilität, wie es durch gemeint gehen ist und wie es auch von unseren Kamerajungen am Funk bestellt gehen ist. Das Puzzle, so ein Projekt, da müssen ganz viele Akteure zusammenkommen. Also in sich hatten wir die immense Chance, dass die Optimisten, der Club Melusina an der Stadt, mit ihrer Präsidentin Joelle Letsch, sich da bereit erklärt haben, für das zu unterstützen. Für sie war es ganz wichtig. Sie haben einen Live-Member verloren, Janine Stoffels. Und in dem Sinn wollten sie an ihrer Memoir auch ein Projekt mit Kanner, vier Kanner Sponsoren unterstützen. Und das tun sie damals gemacht und wir sind immens dankbar dafür, weil das natürlich eine immense Chance geboten hat, für das zusammen zu kriegen. Auch der Orchester hat sich spontan bereit erklärt, für das Teilen mit zu drohen. Und sie sind uns auch immens entgegengekommen und auch dafür sind wir froh. Das heißt, am Anfang des ganzen Projekts mit den Kanner, für uns Kanner, als gedroht gehen von ganz vielen Akteuren, die sich da engagiert haben für SOS Kanner durch Lützeburg. Für was wollten wir das den Projekt hier machen? Das ist eine gute Frage. Ich wollte das Projekt mit euch machen, weil ich natürlich mal ganz froh mit Kanner.
Ich bin ganz froh, dass es so viel Kanner auf der Welt gibt und dass es dir gibt. Und ich fand es super, dass es das als Kanner dir vergeht, weil das eben Kanner hilft, ein besseres Leben zu kreieren. Und das war mir wichtig, mit dir etwas zu machen. Und ich bin immens froh, dass das alles so flott klappt. Ich hoffe, dass Kanner mit diesem Projekt vielleicht Talente, die sie haben, entdecken bei sich selber. Das wäre ganz flott, wenn den einen oder anderen ging so, wow, ich will auch gerne Piano spielen lernen, ich will auch gerne Künstler gehen. Ich genieße die Ambiance immens mit den Kanner, weil ich merke, dass sie ganz froh sind und dankbar, dass sie den Projekt können begleiten, dass sie dabei sind, dass sie etwas dazu beitragen, dass das Projekt so gut wie es geht. Sie sind mit viel Freude dabei und das stößt uns. Also ich bin selber ganz dankbar, auch sie heute ein bisschen kennenzulernen, sie dürfen ein kleines Stück auf ihrem Weg zu begleiten und ich hoffe, dass das Projekt auch nachhaltig an ihnen positiv Gefühle wird auf ihr rufen und dass sie lernen noch davon erzählen. Das ist ein wunderbares Projekt, den sie hier am Anfang mit auf den Stellen.